Wenn deine Oma dir von ihren selbstgebackenen Plätzchen anbietet, nimmst du dir eins und bedankst dich, oder? Oder stopfst du dir eine ganze Handvoll in den Mund? Machst dir auch noch beide Taschen voll? Gehst du in die Speisekammer und machst noch die Keksdose leer? Verkaufst dann noch die Kekse? Machst du doch nicht. Tja, es gibt Menschen, die das machen. Es gibt Menschen, die die Keksdose plündern. Zwar nicht bei der Oma, aber bei unserer uralten, ganz alten Urmutter Erde. Herzlich willkommen bei Asra Blockt. Ich bin Asra. Das mit der Keksdose habe ich in diesem Buch gefunden. Von Robin Wollkämmerer, Geflochtenes Süßgras. 2021 im Aufbau Verlag auf Deutsch erschienen. Es ist eines der schönsten Bücher, was ich seit langem gelesen habe. Untertitel: Die Weisheit der Pflanzen. Die Weisheit der Pflanzen? Doch nicht etwa so eine esoterische Spinnerin, die Bäume umarmt? Nein, nein, Robin Wollkämmerer ist Wissenschaftlerin. Sie ist Professorin für Pflanzenökologie an der State University of New York. Und sie ist Mitglied der Citizen Potawatomi Nation in der Nähe der großen Seen. Eine Biologieprofessorin, die mit Pflanzen spricht. Kimmerer erzählt, wie sie sich voller Vorfreude aufs College für das Aufnahmegespräch vorbereitet hat, sich überlegt hat, wie sie einen guten ersten Eindruck machen kann, als Native besonders wichtig. Als sie gefragt wird, warum sie Botanik als Hauptfach gewählt habe, antwortet sie, stolz auf ihre tiefgründige und kenntnisreiche Antwort, dass sie sich für Botanik entschieden habe, weil sie lernen wolle, Zitat, warum Astern und Goldrute zusammen so schön aussahen. Bestimmt lächelte ich in meinem roten Flanellhemd. Er dagegen lächelte nicht. Er legte den Stift nieder, als bräuchte man das, was ich gesagt hatte, gar nicht erst festzuhalten. Miss Wall, sagte er und fixierte mich mit einem gequälten Lächeln. Ich muss Ihnen sagen, dass das keine Wissenschaft ist. Damit befassen sich Botaniker nun wirklich nicht. Doch er versprach, mich eines Besseren zu belehren. Ich schreibe Sie in allgemeine Botanik ein, dann können Sie lernen, worum es da geht. Sie hat einen Fehler gemacht. Unwissenschaftlich. Sie solle an die Kunsthochschule gehen, bekommt sie zu hören. Sie fängt an ihrem Wissen und ihrer Herkunft zu zweifeln. Ihrem Großvater wurden an seinem ersten Schultag die Haare abgeschnitten. Alles, was er war und kannte, musste er aufgeben. Seine Sprache, seine Kultur, seine Familie. Dabei ist die Frage, warum Astern und Goldrute oft zusammenstehen und so prächtig aussehen, wirklich eine gute wissenschaftliche Frage. Blau und Gelb verstärken sich als Komplementärfarben gegenseitig. Jede leuchtet mit der anderen zusammen kräftiger als allein. Wir finden das schön, sie fallen auf. Den Bienen anscheinend auch. Die Frage nach der Schönheit von Astern und Goldrute ist die Frage nach dem Zusammenspiel, dem Ursprung der Muster, die Frage nach Beziehungen und Verbindungen. Wissenschaft trennt, analysiert, schaut die Dinge von außen an, objektiv. Kimmerer hat die Sprache und das Denken der Wissenschaft erlernt. Für ein Indianermädchen stellt sie sich bemerkenswert gut an, schreibt ein Berater in einem Empfehlungsschreiben. Das indigene Pflanzenwissen weiß um Beziehungen, um die Verbindungen der Pflanzen untereinander, mit Mineralien, mit Landschaft, Klima, Tieren und mit Menschen. Kimmerer schätzt und benutzt beide Formen von Wissen und Erkenntnis. Sie zieht keine von beiden der anderen vor, aber sie stellt die Vorherrschaft des wissenschaftlichen Denkens, das die Forschungsgegenstände zu Objekten macht und vom Betrachter trennt, in Frage. Und sie verbindet beide zu tieferem Wissen. Die Kombination beider Weltsichten ergibt andere Fragen und damit neue Antworten. Antworten, die uns Menschen das Überleben retten können. Wie wäre das denn, wenn wir eine unbekannte Pflanze nicht fragen würden, was bist du, was sind deine Bestandteile, wozu nützt du, sondern wer bist du? Wie wäre das, wenn wir um Erlaubnis fragen würden, bevor wir uns etwas nehmen? Wenn wir immer nur so viel nehmen, wie wir brauchen und immer darauf achten, dass genug übrig bleibt? Und wenn wir uns bedanken und immer etwas zurückgeben würden? Man nennt es auch gute Manieren bei der Oma. Wie wäre es denn, wenn wir uns der Erde, unserer Urmutter, gegenüber genauso anständig benehmen würden? Kimmerer schreibt von der ehrenhaften Ernte. Wir würden ganz anders ernten. Wir würden unsere Gärten und Äcker, unsere Viehhaltung, die Jagd, Bergbau und Industrie völlig anders gestalten. Eine Kultur der Dankbarkeit würde entstehen. Stellt euch mal vor jeder Sitzung des Bundestages würde gedankt. Der Luft, die wir atmen, dem Wasser, das wir trinken, der Erde, die uns trägt und versorgt, den Tieren und Pflanzen, die uns helfen und uns ernähren. Unvorstellbar? Die Onondaga machen das.
Am Anfang jeder Schulwoche und überhaupt jeder Versammlung wird gemeinsam gedankt. Alle indigenen Völker weltweit verbindet eine Kultur der Dankbarkeit. Kimmerer schreibt, wenn man der Danksagung zuhört, fühlt man sich zwangsläufig reich. Und obwohl der Akt der Dankbarkeit vielleicht harmlos wirken mag, so ist es doch ein revolutionärer Gedanke. In einer Konsumgesellschaft ist Zufriedenheit ein radikaler Vorschlag. Wenn wir Überfluss erkennen statt Knappheit, untergräbt das eine Wirtschaft, die darauf beruht, dass stets neue Bedürfnisse geweckt werden. Dankbarkeit stiftet eine Ethik der Fülle, während die Wirtschaft Leere braucht. Dieses Gefühl des Mangels, das wir verlieren, wenn wir teilen, nicht richtig zu sein, nicht dazu zu gehören, haben uns die westlichen Religionen immer schon gegeben. In unserer Religion ist das Heiligste ein Gott, männlich und allmächtig. Für die Indigenen Amerikas ist eines der heiligsten Gesetze, dass alles aus der Verbindung des Männlichen mit dem Weiblichen entsteht, aus einer Umarmung. Wir sind Untertanen, wir müssen uns unserem Gott unterwerfen und ihm gehorchen. Adam und Eva werden in die Verbannung geschickt, als sie ungehorsam sind. Die Himmelsfrau der Indigenen gebiert alle Wesen. Sie ist Mitschöpferin, wie die Menschen. Unser Gott gibt Moses die Gesetze. Bei den Indigenen gibt uns die Erde Pflanzen, die uns einen Kompass geben können für unser Leben. Den können wir selbst erkennen, wenn wir hinhören, hinschauen, unsere Sinne und unseren Verstand gebrauchen, Verbindung aufnehmen. Jeder Mensch kann das. Dafür brauchen wir weder Priester noch Wissenschaftler. Unser Gott sagt, wir müssen im Schweiße unseres Angesichts arbeiten, uns die Erde untertan machen und unter Schmerzen Kinder gebären. Die Indigenen sagen, dass die Erde uns wohl will und uns reich beschenkt. Und dass man für ein Geschenk die Verantwortung hat. Vor kurzem saß ich mit meiner kleinen Enkelin auf einer Palette beim Käseachim. Es waren noch ein paar Kunden vor uns dran. Da fragte sie mich auf einmal, Oma, wofür sind Menschen eigentlich da? Da antworte mal drauf. Immer wieder hört man, am besten wäre es für die Natur, wenn wir Menschen von der Erde verschwinden würden, am besten aussterben. Die Natur würde sich schnell erholen. Obwohl, wenn wir reich sind, könnten wir auch mit Elon Musk auf den Mars auswandern. Das finde ich so schlimm, das finde ich so zynisch. Die am meisten zerstören, machen erst alles kaputt und dann wollen sie sich verpissen? Ist das anständig? Gehört sich das? Was mir am meisten gefallen hat an dem Buch von Robin Wall Kimmerer, ist, dass die Menschen dazugehören. Es ist kein Zufall, dass es uns gibt auf der Erde. Wir haben eine Aufgabe. Süßgras wird zum zeremoniellen Räuchern benutzt. Es werden auch Körbe daraus geflochten. Einmal baten die Korbflechterin, die Botanikerin und Professorin Kimmerer zu untersuchen, warum überall das Süßgras verschwunden war und ob das an ihren Erntemethoden läge. Die Frage wurde zum Dissertationsforschungsprojekt einer von Kimmerers Studentinnen. 2 Jahre lang protokollierte die Studentin das Wachstum der Gräser. Das Ergebnis? Auf den Feldern, wo traditionell geerntet wurde, ging es dem Süßgras gut. Es wuchs kräftig und gesund nach. Auf den nicht beernteten Kontrollfeldern ging das Gras stellenweise ein und war mit toten Halmen durchsetzt. Mit ihren Messdaten und Tabellen bewies die Studentin, das Süßgras gedeiht, wenn es geerntet wird, und leidet, wenn es nicht geerntet wird. Und weiter, Zitat, die Graswiesen sagen uns, dass für das Süßgras der Mensch zum System gehört, ja sogar ein notwendiger Teil davon ist. Jedes Kapitel des Buches erzählt von einer persönlichen Begegnung von Robin Wall Kimmerer mit einer Pflanze und von der Lehre, die sie herauszieht. Das Ganze ist verflochten mit ihrem Leben, mit den Menschen in ihrem Leben, mit der Geschichte ihres Landes und ihres Volkes und mit dem indigenen Pflanzenwissen, das sie geerbt hat, und mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Der Zuckerahorn zum Beispiel verschwindet, wenn die Menschen ihn nicht mehr beernten. Die Schwarzesche verschwindet in den Gegenden, wo niemand mehr Zweige für die Körbe schneidet. Und wo Menschen gezielt Feuer einsetzen, wächst alles besser hinterher. Es ist ein Geben und Nehmen. Wir haben die Verantwortung für das, was uns geschenkt wird. Wir müssen Antwort geben. Das ist unsere Aufgabe auf der Erde und der Sinn unserer Arbeit. Die Moore vernässen sich nicht von selber wieder. Zurück zur Frage meiner Enkelin. In Köln ist es üblich, dass die Menschen um einen herum mitdiskutieren, wenn ein interessantes Thema aufkommt. Alle zusammen haben wir beim Käsestand hin und her überlegt
und uns schließlich darauf geeinigt, dass es doch eigentlich ganz schön ist, dass es uns gibt. Wenn man die Nachrichten hört, kann man manchmal verzweifeln. Ich frage mich schon mal, ob meine UrenkelInnen noch Möhren aus der Erde ziehen können, Feldlerchen jubeln hören, im See schwimmen oder ob sie Kriege erleben werden ums Wasser, Kriege um fruchtbares Land. Menschen, die vor Krieg und Hunger fliehen und im Mittelmeer, im Ahrtal, in Ozeanien und in Pakistan ertrinken. Die meisten Menschen wollen gar nicht unbedingt mit 200 über die Autobahn heizen, jeden Tag Schweinenacken essen und Öl, Kohle und Gas verbrennen. Dass sich alles so langsam bewegt, kann einen verrückt machen. Aber ich sehe auch, dass sich etwas bewegt. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir es schaffen können. Ich lerne immer mehr Menschen kennen, die daran arbeiten und ihre ganze Kraft einsetzen, einen Unterschied zu machen und die Sache noch zu drehen. Neulich las ich einen Bericht über die 4 Kinder, die nach einem Flugzeugabsturz wochenlang im Regenwald überlebt haben. Einheimische haben sie gefunden. Ein General der Armee, der dabei war, spricht von den Gnomen, die nach den Erzählungen der Indigenen im Wald leben. Er berichtet, dass auch er den jungfräulichen Wald um Einlass gebeten hat und eine Schildkröte eine bedeutende Rolle gespielt habe bei der Rettung. Ich rede jetzt manchmal mit meinen Pflanzen im Garten. Oder wenigstens stelle ich mich hin, bevor ich irgendwas abschneide und gucke mir die Pflanze genau an. Es ist vielleicht eine andere Art von Reden. Und wisst ihr was? Sie antworten. Robin Wollkämmerer sagt, die Pflanzen sind schon so viel länger auf der Erde als wir. Die wissen viel mehr darüber, wie man zusammenlebt und wie man überlebt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.